ist das niemand von uns. So, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Project Let's Plays und einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir sind ja jetzt noch hier in das Lager eingedrungen. Die halten voll viel aus, Mann. Zwei Pfeile, Alter, das ist unheilig. Da ist wohl jemand aufgewacht. Davon werde ich mich nicht erholen. Für den strahlenden Etherman. Was? Etherman? Das ist kein... Was hast du gesagt? Hast du denn nichts Besseres zu tun? Oh, die haben immer Sachen, die habe ich schon. Oh, da sind sogar noch ein paar. Die Pfeile bringen nichts, Mann, die sind scheiße. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht... Kann ich nicht irgendwie... Ich würde gerne die Pfeile ein bisschen verstärken. Schlag von unten. Bla. Hilfe. Ich würde gern den Bogen verbessern. Modifikationen. Was ist Abriss? Was ist Feuer? Entfernen. Nein, ich würde gerne... Oh, das ist... Wieso kann ich da keine Modifikation... Oh nein. Was will ich hier? Ich will... Modifikationen hinzufügen. Warum kann ich da keine... Modifikation hinzufügen. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wow. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet. Ach, ein harter Hund. Vielleicht sieben. Okay. Ich nehme die Wetten an. Immer auf die Mauern hoch, da können wir die eventuell viel besser platt machen. Oh, der ist tot. Das war knapp. Lass mich nicht sterben. Möge das den Feind aufspießen. Nicht. In Itamens Namen. Stell dich dem Urteil der Sonne. Was, Sonne? Was? Alt, natürlich. Natürlich, weißt du? Die Frau ist einfach so... Warum hat die nicht eine Plattenrüstung? Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt dein schönes Gefühl. Wie auch immer.
Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Schlagen wir zurück, verdammt! Länger halte ich nicht durch! Der Schrei der Sonne bewegt dich, oder? Jeden, der sich den Kater in den Weg stellt. Das ist wie bei Battlefield. Man kann komischerweise durch... Ach, leck mich am Arsch. Pfeile durch Holz durchschießen. Leck mich am Arsch, Alter. Leck. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Ich habe auch wieder mal die falschen Pfeile intus gehabt. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch. Das ist... Nur eine Fleischwunde. Ja! Bewegung! Feindbeschuss! Oh, du Alte! Einsam für die Kaja! Ey, jetzt mal ganz ehrlich, die Frau ist zu nichts zu gebrauchen. Die ist zu nichts zu gebrauchen. Die ist so schlecht, da könnte ich gerade Kotzen kriegen. Wie viel der Versuch war das jetzt? Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Haben wir jahrelang. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Natürlich, Alter. Das Flankieren nicht vergessen. Die Frau ist so der Hammer, Alter. So zu nichts zu gebrauchen. Schlechter Schütze, Alter. Ui, 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 ui. Zingelt die Gottlosen! Hallo, ich bin hier. Depp. Den Feuerstürmer nicht. Ich will. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Hallo, hallo, hallo. Loot, Loot ist das Wichtigste. Loot, 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 Loot. Oh, ja, schön. Oh. Oh. Was ist das da? Oh. Oh. Kann ich jetzt wieder. Oh, nee.
Hi, wer bist denn du? Steve schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Komm, du zuerst. Oh, dann halt nicht. Ah, schön. Jetzt? Rede mit Nassan. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein. Ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Mach's gut, mach's besser. Ich habe in dem Fall genügend Holz. Oh, hi. Hi, Süße. So, welche Quest machen wir jetzt als nächstes? Ja, wir müssten im Prinzip zurück, oder? Ich glaube, da kann ich doch irgendwie... Übers Lagerfeuer kann ich doch dann dorthin reisen. Jawohl, ich kann damit hinreisen. Jawohl. So ist es natürlich am praktischsten, wenn man da einfach so hinreisen kann. Geht aber nur, wenn man gewisse Gegenstände hat. Ach ja. Ach, das Spiel fuchst mich schon ein bisschen. Gut, gut. Ja, mach mal hin. Das dauert voll lang zum Laden. Ich weiß nicht, warum das so lang zum Laden braucht. Das ist abartig. Gegner mit einem Timer rund um die Uhr. Aufmerksamkeitssymbol suchen aktiv nach dir. Aha. Ja, ey, das dauert übelst lang zum Laden, ich weiß nicht. Ey. Da eierst doch mindestens schon eine Minute dran rum. Ey. Oh. Und zack, Bluescreen. Bam! Hallo und willkommen zurück in Meridian. Oh, dahinter. Zu dem Adligen. Stillgestanden. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Blödes Sprichwort, aber naja, von mir aus. Ich habe eine Belohnungskiste. Wollen wir gerade mal wieder gucken. Eine Belohnungskiste. Was haben wir denn da? Drei Metallscherben. Okay. Ah, mir auch wieder. Ich könnte da wieder Sachen freischalten. Was ist das hier? Länger die Zeit, die eine Maschine überbrückt, ist um 50%. Ausbeuter. Chancen auf mehr Rohstoffe beim Plündern und Vernichten von Maschinen.
Niederschlagen. Schwert- und Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Okay. Was ist das hier? Drücke beim Zielen R1, um bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil aufzulegen. Ja, das ist ja Verschwendung pur. Ausweichen. Starker Schlag. 15% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Eher mehr hierfür irgendwie. So. Quests, Quests, Quests. Ich habe Quests, jede Menge. Hauptquest. Finde Olin bei den Ausgrabungsstätten. Rede mit Erend. Nebenquests. Ehre den Gefallenen, ein Moment des Friedens. Unterversorgt. Was ist denn das? Ach, ich glaube, die kann man abbrechen, oder? Banditenlager, Langhälse, Jagdgebiet. Aha, du kannst dann im Prinzip in so Jagdgebieten Prüfungen machen. Können wir mit Stufe 20, können wir das machen? Oder wenn dann das hier? Taltreff, Jagdgebiet. Wo ist denn das? Oh. Da müssen wir ja wieder heimgehen. Okay. Können wir vielleicht irgendwann mal machen. Dann können wir einfach mit einem Reiseding dahin und dann ist gut. Weitere Quests. Was haben wir denn da? Aufträge. Jagen für die Loge. Begib dich zur Jägerloge. Gehen wir zur Jägerloge. Wir machen jetzt Nebenquests, um im Prinzip zu leveln. Ich bin schon Stufe 18. Das ist schon mal sehr gut für dieses Gebiet, denke ich mir mal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mangelt es mir irgendwie an Power. Gerade diese Tiere platt zu machen, das ist unglaublich schwer. Das ist die Jägerloge. Nur Mitglieder und geladene Gäste dürfen hinein. Wie wird man eingeladen? Du kommst ganz aus dem Wilden Osten, nicht? Dann hast du sicher unsere Jagdgebiete gesehen. In jedem finden Jagdprüfungen statt. Wenn du eine bestehst, kriegst du ein Abzeichen, die Halbsonne. Mit dreien bekommst du Zutritt. Jetzt fort mit dir. Aha. Das heißt, ich muss erst jagen gehen. Bestehe drei Prüfungen. Dann darf ich in die Loge eintreten. Och. Sollen wir jagen gehen? Ich weiß gar nicht, das... Ich glaube da... Ja gut, wir gehen jagen, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Schnellreisekosten, ein Schnellreisepaket. Dann gehen wir jetzt jagen. Um drei Prüfungen zu bestehen. Das wird verdammt hart, weil ich bin extremst schlecht. Extremst schlecht. Richtig schlecht. Und schon ladet's wieder. Die halbe Folge ist nur Ladezeit gewesen. Das ist doch ätzend. Ohne Witz. Das geht sogar mir auf den Sack. Am liebsten würde ich sogar Battlefield spielen gehen. Es kommt heute Abend noch in der Glotze, ey. Ohne Witz. Na, es ist einfach so trist langsam an Sonntagen, ey. Entweder zockst du oder du schaust Glotze bis zum Geld nicht mehr. Also heute war ziemlich langweilig, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe Battlefield ein bisschen gedaddelt, ohne Aufnahmen zu starten oder so. Es hat eigentlich gut gelaufen, aber... Ist gut gelaufen, aber... Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Alter. Die Viecher bringen mich um, ey. Die Viecher killen mich. Bestehe drei Prüfungen.
Information bringt das nichts. Lustig. Ich weiß jetzt aber nicht, was die Prüfungen sind. Müssen wir mal die Questkarte angucken. Bestehe 3 Prüfungen in einem beliebigen Jagdgebiet und qualifiziere dich für die Halbsonne. Belohnung. Okay. Ich glaube, ich muss da hoch. Oh, der Pfeil kommt nicht mal an. Hallo? Hallo. Irgendwie fühle ich mich voll gegrillt, ey. Die Frau ist sowas von useless, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn diese fetten Mocken platt machen? Ohne irgendwie trickreich vorzugehen. Wenn diese Maschine angreift, trampelt sie alles nieder, was ihr in den Weg kommt. You don't say. Oh, das wird ein langes Spektakel, Leute. Das wird richtig lang. Aber das ist genial. Die können nämlich nicht hüpfen oder springen. Das heißt, die kommen nicht hier hoch.
aber die Viecher kommen. Das heißt, ich muss sie jedes Mal an so eine Ecke hinschieben, wo man sie im Prinzip jagen können, weil die bleiben wohl in diesem Gebiet. Aloy, lauf! Oh Mann, ist die hohl? Ist die hohl oder so? Das jetzt wieder kostet, Alter. Steh auf! Steh auf! Ah! Habe ich da noch so einen scheiß Flugviech am Arsch? Zwei sogar. Verrecke! Okay.
gefällt mir jetzt gerade gar nicht, wie ich die angelockt habe. Das sind nämlich ein bisschen viele. Boah, nee, ist klar. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Oh. Ja gut, die Folge ist jetzt auch schon vorbei. Das war zu viel des Guten, Mann. Das war zu viel. Also die Viecher, ey, das ist ja unglaublich. Weißt du, da willst du doch nur diese scheiß Kackviecher platt machen, ey. Und dann mischen sich noch andere Hurensohn-Viecher ein, ey. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Naja, auf jeden Fall ist die Folge jetzt hiermit vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.